Entschuldigung, junge Frau, darf ich Sie mal kurz was fragen für meinen YouTube-Kanal? Junge Frau, danke. Ne, so klappt's. Können Sie mir vielleicht verraten, was ein Reichsbürger ist? Also ich denke mal aus der Zeit, wo Deutschland noch Reichshauptstadt oder das große Deutsche Reich war, dass die damals Reichsbürger hießen. Also jemand, der 33 bis 45 gelebt hat. Nee, das ist ja der Krieg. Das war der Krieg. Davor, die Weimarer Republik und davor unter Bismarck. Sehr schön. Danke. Ganz schönen Tag für Sie. War es denn nur richtig? Das weiß ich ja selber noch nicht so, genau. Okay. Ich versuche es noch rauszufinden. Ich habe es nur in der Zeitung gelesen. Es gibt in Deutschland Reichsbürger. Und die sind ganz gefährlich. Deswegen suche ich die jetzt. Weil ich möchte Sicherheit für unser Land. Allergutesten Bam zusammen. Im letzten Video über Handelsrecht und Verträge und all diese fiesen Sachen, die uns alle unterdrücken sollen, da habe ich euch versprochen, dass es in diesem Teil um die Lösungsansätze gehen soll. Da habe ich mir eine Menge vorgenommen. Ich mache mir heute noch mehr Feinde als ohnehin schon. Also ab durch die Angst, ins Vergnügen. Mein Hauptfazit jetzt mal gleich vorweg. Ich habe mich durch so viele Tatsachen und Behauptungen gewühlt. Ich habe so viel lesen und nachforschen und überprüfen müssen. Das Wichtigste, die wichtigste Aussage dieser ganzen Recherche ist am Ende für mich eindeutig: Ihr müsst alles, 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 alles selber nachprüfen. Denn zum einen wisst ihr gar nicht, wem ihr trauen könnt. Und das hat dann auch schon wieder 1000 verschiedene Gründe. Ihr wisst nicht, ob ihr meiner Denkkapazität trauen könnt. Ihr wisst nicht, ob ihr der Denkkapazität anderer Leute trauen könnt. Ihr wisst nicht, ob ich die Fakten, die ich gelesen habe, jetzt richtig verstanden habe und darum auch gut wiedergeben kann. Das Gleiche gilt für alle Leute, die darüber reden. Und dann sind da ja auch noch all die V-Männer darunter, die euch mit Absicht falsche Informationen streuen. Ein heilloses Durcheinander. Wir Menschen machen einfach Fehler. Einige aus Absicht, weil sie dafür bezahlt werden, V-Männer und so weiter. Andere, weil wir halt einfach auch nur Menschen sind. Die machen nur mal Fehler. Und wenn Laien sich plötzlich mit internationalem Handelsrecht befassen, da kann tatsächlich auch eine Menge falsch verstanden werden. Darum, egal was ich heute hier sage, egal wen ich euch alles vorstelle mit den vielen verschiedensten Lösungsansätzen, egal wen ihr sonst noch so im Internet findet, ihr kommt nicht drum herum, alles nachzulesen. Ihr werdet auch später noch sehen in diesem Video, warum. Denn viele der Dinge, die so behauptet werden, entsprechen überhaupt keiner Tatsache und ihr könnt euch mächtig aufs Glatteis begeben, wenn ihr diesen Lösungsansätzen folgt. Ihr könntet im Grunde alles noch viel, 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 viel schlimmer machen. Puh, also, da könnte man ja vielleicht mal gleich anfangen mit dem Gelassenheitsgebet. Kennt ihr das? Herr, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Bam, so sei es. Ja, was ist denn jetzt eigentlich ein Reichsbürger? Also ich denke mal aus der Zeit, wo Deutschland noch Reichshauptstadt oder das große Deutsche Reich war, dass die damals Reichsbürger hießen. Können Sie mir vielleicht erklären, was ein Reichsbürger ist? Nee, das sind die Spinner. Die Spinner. Also was wollen oder sollen die? Was machen die? Die leben irgendwo noch, weiß ich, zu Kaiserzeiten oder so. Okay. Aber mehr kann ich Ihnen auch nicht dazu sagen. Dankeschön. Okay. Schönen Tag. Ja, können Sie mir vielleicht erklären, was ein Reichsbürger ist? Nö. Nö. Wollen Sie nicht oder können Sie nicht? Ich will nicht, und für die Reichsbürger interessiert mich auch nicht. Deswegen. Okay. Gut, danke, schönen Tag. Die Frage wäre einfach nur, ob Sie mir vielleicht erklären können, was ein Reichsbürger ist. Ein Reichsbürger? Ich versuche gerade rauszufinden, was das ist. Gegen alles sind. Die was bitte? Die Krawalle machen und gegen alles demonstrieren wollen und mit nichts zufrieden sind. Mhm. Ist das auch so, was Sie denken, was ein Reichsbürger ist? Ein Reichsbürger? Ja, nee, also bin ich ja nicht. Nee, aber man kann ja sagen, was es ist vielleicht. Ja, sag ich mal, Menschen, die denken, 1933, die Zeit ist, sag ich mal, immer noch so, dass man sagt, als Reichsbürger hat man bestimmte Rechte, die ja meines Erachtens nicht mehr zeitgemäß sind.
nicht? Und ja, sie versuchen sie natürlich auf eine Art und Weise durchzusetzen, die überhaupt nicht funktionieren. Also menschenfeindlich. Also Sie meinen, die wollen gerne 1933 leben wieder unter einem faschistischen Regime? Teilweise Tendenzen, denke ich doch, dass da welche bei sind. Nicht? Also das rein arische, deutsche, nicht? Also dieses prinzipiell gegen alles, was Ausländer ist, nicht? Die gegen Migranten sind ja komplett gegen. Nicht? Also rein deutsche, und das ist ja, sag ich mal, Zeit Deutschen Reiches 33 bis 45. Nicht? Aber also ein Reichsbürger ist jemand, der gegen Ausländer ist? Oder tendenziell rechts auf jeden Fall? Rechts, ja. Okay, danke. Schönen Tag. Ich versuche herauszufinden, was Reichsbürger sind. Können Sie mir dazu irgendwas sagen? Nicht wirklich. Sie kennen keine und Sie wissen auch nicht, was das ist. Ich kenne keine. Okay, danke, schönen Tag. Darf ich euch vielleicht mal kurz was fragen für meinen YouTube-Kanal? Ich versuche herauszufinden, was Reichsbürger sind. Könnt ihr mir das erklären? Es ist nicht, also so eher das Gegenteilige von uns. Oh, ja, was heißt das denn jetzt? Ja, rechtskonservativ. Ja, rechtskonservativ. Alte Werte wieder zurückholen. Ins Negative eher so. Okay, alles klar. Danke. Das Ding ist ja, dass die meisten Leute eigentlich gar nicht wissen, ne? Sondern wirklich nur schon mal das irgendwann in der Zeitung gelesen haben. Hm. Das Wort und wahrscheinlich selber gar keine Vorstellung haben. Ich weiß es eigentlich nicht, was das ist, aber ich habe ein Urteil. Ich habe das Wort in der Zeitung gelesen und kann damit nicht so viel anfangen. Reichsbeweis. Also ich habe da mal was drüber gehört, aber wirklich wissen tue ich es nicht. Auch ja. Gar keine, irgendeine Idee? Ganz ehrlich gesagt, interessiert mich dieses Thema gar nicht, weil ich habe da keine Ahnung von und habe mich auch nie politisch irgendwo orientiert oder irgendwie was. Wie gesagt, ich weiß, dass die Reichsbürger irgendwie den deutschen Staat nicht anerkennen und so ein paar Dinge. Aber wie, wo, was jetzt im Einzelnen, keine Ahnung. Okay, und dann erlauben Sie sich auch lieber gar kein Urteil. Genau so ist es, ja. Finde ich richtig. Schönen Tag. Gerne. Das konnte mir niemand so genau sagen und darum habe ich mal im Duden nachgeschaut. Der sagt das hier. Spannend. Da gehen wir doch gleich mal etwas genauer drauf ein. Also als allererstes Mal habe ich die Pressestelle vom Duden angerufen und nachgefragt, seit wann dieses Wort denn eigentlich im Duden steht. Seit 2017 hat man mir gesagt. Da habe ich dann gleich noch mehr nachgehakt und gefragt, ja, wie kommt denn das eigentlich? Wie landen denn Wörter im Duden? Wie genau funktioniert das denn? Da hat die Dame mir erzählt, ja, naja, das ist eine Kommission, die sich jedes Jahr trifft. Es gibt immer wieder neue vorgeschlagene Wörter. Im Jahr 2017 waren das zum Beispiel an die 8000 Wörter, die vorgeschlagen wurden. Geschafft in den Duden haben es 5000, darunter eben zum Beispiel der Reichsbürger. Ich sagte, wow, 5000, das ist ja eine ganze Menge. Ist das immer so viel? Nein, im Jahr 2020, da gab es nur 3000 neue Wörter. Dann habe ich, das hat mich zur nächsten Frage geführt und ich fragte, ach so, wird der Duden immer dicker oder streicht ihr auch mal Wörter raus? Ja, da werden auch Wörter gestrichen, sagte mir die Dame und ich dachte, okay, irre spannend, welche Wörter werden wohl gestrichen? Aber egal, da muss ich sie einfach nochmal anrufen. Für das heutige Thema mit den Reichsbürgern ist mir eigentlich nur noch eine Frage wichtig und zwar, was sind denn da die Kriterien? Dass man in den Duden aufgenommen wird. Was muss da passieren? Sie sagte, es gibt keine genauen Kriterien. Man kann das nicht so hundertprozentig sagen. Es ginge ja um Sprachgebrauch, üblichen Sprachgebrauch. Aber hauptsächlich eigentlich ließe sich das mit der Häufigkeit des Vorkommens in den Medien erklären. Mit anderen Worten, wenn ein Wort, das es vorher noch so noch nicht gab, in den Medien häufig auftaucht, dann wird es höchstwahrscheinlich auch in den Duden aufgenommen werden. Ach, das ist ja interessant, oder? Weil bis jetzt habe ich immer gedacht, das läge am allgemeinen Sprachgebrauch, weil Sprache sich ja nun mal wandelt. Aber wenn wir da jetzt mal so genauer hinschauen, dann erfinden also die Medien Wörter? Und der Duden, der ja nun mal auch zu den Medien gehört, der übernimmt die dann.
Also das hat gar nichts mit dir und mir und unserem Sprachgebrauch zu tun, sondern im Grunde sind es aufgesetzte Kunstwörter. Ah, ja Mensch. Ja, na guck an, das ist doch spannend, weil in einem meiner ersten Videos, da habe ich dieses Buch hier empfohlen von Katharina Heidmeier, Die Eigentümerstrukturen deutscher Zeitungsverlage. Das ist eine Studie und der Versuch, ein wenig mehr Licht in die Interessen der Medienmacher selbst zu bringen. Lest das mal schön alle. Ich glaube, ich lese das jetzt auch nochmal. Man kann sowas eigentlich gar nicht oft genug in sein Gehirn stecken. So, ist das nicht spannend? Nehmen wir das jetzt ruhig mal ganz genau. Nicht du und ich, nicht wir Menschen. Und unser alltäglicher Sprachgebrauch prägen die Sprache. Das machen die. Das machen die Medien für uns. Also, ich meine, ihr kennt ja vielleicht auch dieses furchtbare Jugendwort des Jahres, das jedes Jahr in den Medien rausgebracht wird. Das funktioniert ganz genau so. Und wenn ihr Jugendliche bei euch zu Hause habt, dann fragt sie doch mal, ob diese Wörter tatsächlich von Jugendlichen benutzt werden oder ob das irgendwie so eine Kommission alter Männer ist, die so an einem Tisch sitzt und sagt, ja, Zombie ist jetzt Jugendwort oder, ach, ist mir egal, guckt, die ganzen Jugendwörter halt. Alles Kunstwörter, ausgedacht von irgendeiner Kommission, die dann behauptet, ja, ja, das haben die Jugendlichen die ganze Zeit benutzt, das wird jetzt in den Sprachgebrauch aufgenommen. Manchmal stimmt das sogar, meistens stimmt das nicht. So, und genau so ist es mit eben solchen Kunstwörtern wie Reichsbürger. Den haben sich auch einfach nur die Medien ausgedacht. Und die Definition ist, laut Duden also, erstens ein Bürger des Deutschen Reichs und zweitens ein Anhänger der sogenannten Reichsbürgerbewegung. Aha, Reichsbürgerbewegung. Und was ist das? Rechtsgerichtete politische Bewegung, deren Mitglieder die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen und behaupten, das Deutsche Reich bestehe in früheren Grenzen bis in die Gegenwart fort. Also ein Reichsbürger ist jetzt jemand, der behauptet, das Deutsche Reich bestünde in alten Grenzen fort? Okay. Dann lasst mich euch hier mal ein paar Reichsbürger vorstellen. Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. Wir haben keinen Staat zu errichten. Die Kritiker, die meinen, man müsse eine Konkurrenz zwischen allen Politikbereichen haben, die gehen ja in Wahrheit von dem Regelungsmonopol des Nationalstaates aus. Das war die alte Ordnung, die dem Völkerrecht noch zugrunde liegt, mit dem Begriff der Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist, spätestens in den zwei Weltkriegen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Ich meine, ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, wir haben das Jahr 2013. Könnte man das nicht mehr aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden? Also ich finde, es wird höchste Zeit. Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist. Wir müssen uns ja abheben von dem Gespräch gestern zwischen der Kanzlerin und ihrem Stellvertreter, ob sie die Firma vielleicht gemeinsam weiterführen. Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist das Deutsche Reich nicht untergegangen. Der Weigel, der Schäuble, der Gysi, Willy Brandt, Trittin, Sigmar Gabriel, Carlo Schmidt, lauter Reichsbürger. Na, was sollen denn diese Juristen schon von Völkerrecht wissen? Also ich denke, irgendein Journalist, der weiß das sicher besser und die Leute zu Hause vorm Fernseher kennen sich mit Völkerrecht bestimmt auch viel, 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 viel besser aus. Keine weiteren Fragen, euer Medien. Ihr seid über jeden Zweifel erhaben. Und dann hier noch die Reichsbürger vom ZDF und ein lachendes Publikum dazu. Wir sind nicht souverän. Das ist witzig. Man kann doch einen Verfassungsbruch nicht in die Verfassung schreiben. Warum nicht? Ist doch praktisch. Hat man alles zusammen. Naja, aber... Was ist das? Ah, Schreiben von
Historiker Foschepot. Die Interessen der ehemaligen Alliierten sind in deutschen Gesetzen verankert. Sie sind damit deutsches Recht. Das heißt, Angela Merkel hatte vollkommen recht, als sie gesagt hat, auf deutschem Boden gilt deutsches Recht. Wegtreten! Also ist ein Reichsbürger jemand, der juristisch wahrheitsgemäße Aussagen trifft über Völkerrecht. Wieso ist das dann negativ konnotiert? Also ich meine, das ist doch nicht neutral. Das Wort Reichsbürger ist in etwa so neutral wie das Wort Arschloch. Tja, was machen wir denn dann jetzt damit? Wenn die Definition davon sagt, dass es eigentlich jemand ist, der sich juristisch offensichtlich ganz gut auskennt, in den Medien aber die ganze Zeit das so benutzt wird, als wären das die Schlimmsten dieser Welt. Ja, wir nehmen es als das, was es ist, nämlich Meinungsmache. Von einer dieser 6 Familien oder wie viele waren es nochmal? Diese Handvoll von Menschen, denen die Medien gehören. Ich sag's nochmal, eine Handvoll von Menschen gehören die Medien. Das dürft ihr gerne nachlesen in diesem Buch. Eine Handvoll von Menschen, denen gehören die Medien. Und die können solche Leute nicht leiden. Also wen können die nicht leiden? Die können Leute nicht leiden, die darüber sprechen, dass es völkerrechtlich nun mal so ist, formal juristisch einwandfrei, dass die alten Grenzen des Deutschen Reichs weiter fortbestehen und dass die BRD nichts weiter ist als eine Finanzverwaltung. Das können die Medien irgendwie überhaupt nicht leiden, dass wir darüber reden. Ja, mein Gott, es sind auch wirklich, wie gesagt, ich sag's nochmal, es ist eine Handvoll von Menschen, es ist ein kleiner Kreis, die diese Informationen nicht mögen, merken. Das ist hier Agenda, Meinungsmache. Einfach endlich mal akzeptieren. Ich weiß, es wird immer so viel von Medienvielfalt gesprochen etc. Und man hat ja auch das Gefühl, dass es vielfältig, mannigfaltige, viele verschiedene Medien gäbe. Die laufen aber alle am Ende auf ein und dasselbe zusammen. Das sind die immer selben Familien, ich sag's euch. Und vor allem jetzt gerade in so Zeiten, wo fast alle Journalisten freie Journalisten geworden sind und die Redaktionen immer, immer kleiner werden, da kann man das doch sogar immer besser sehen. Es ist nur noch der Sohn des Chefredakteurs, der weiter in der Redaktion bleibt oder all diese Leute, der Klüngelkreis, von die halt dazugehören. Die Redaktionen werden immer kleiner. Ihr könnt hier gucken, wo ihr wollt, immer kleiner. Es gibt eine immer größer werdende Armee von freien Journalisten. Ja, naja, aber die haben ja zu tun mit den Gatekeeper, den Redaktionen, die lange nicht alles veröffentlichen. Die bestimmen, was in der Zeitung steht, wann und worüber gesprochen wird. Die meisten Journalisten sind inzwischen freie und müssen sich ganz schön ins Zeug legen, damit ihre Texte überhaupt irgendwo veröffentlicht werden. Die großen Medien sind Gatekeeper. Ich weiß, wir sind da immer noch dran gewöhnt zu glauben, die Medien versorgen uns mit Informationen, ihr müsst langsam umdenken. Nein, die Medien gehören Menschen, die deckeln einige Informationen, vor allem die, die eigentlich für uns am wichtigsten sind, denn ihre Interessen stehen deinen gegenüber. Ist dir das alles zu einfach jetzt? Dann lies dieses Buch. Ich kann doch auch nichts dafür. Kognitive Dissonanz ausschalten, Fakten akzeptieren, weiter geht's. Und darum, kleiner Vorschlag zum Frieden, lassen wir das jetzt einfach mal. Wir nennen einfach niemanden Reichsbürger. Und falls wir das doch gerne möchten, dann machen wir uns doch einfach mal die Mühe, ein paar Paragraphen zu studieren, ein kleines bisschen Völkerrecht zu lernen und erstmal ein bisschen Tatsachen unter das zu füttern, was ich die ganze Zeit anderen Leuten vor den Kopf schmeiße. Viele Leute, die ich gefragt habe auf der Straße, hatten laut Duden recht. Die erste Definition eines Reichsbürgers ist schlicht und ergreifend jemand, der im Deutschen Reich gelebt hat. Ende aus Mickey Maus. Alles andere ist Meinungsmache. Und den politischen Gegner durch Beleidigung klein machen zu wollen, ist echt ein ziemlich kindischer Psychopathenkniff. Ja, also sowas kann echt nur vom Psychopathen kommen. Kennt ihr schon den Film Gaslight von Hitchcock? Da kommt das sogenannte Gaslighting her. Das ist ein Film, den kann ich euch nur empfehlen. Den gibt es auch gratis hier auf YouTube. Gaslighting, das ist, was Psychopathen machen.
In dem Film, da lebt ein Ehepaar zusammen, die Frau hat immer wieder, es ist schon so lange her, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob ihr kalt ist oder ob das Licht ausgeht. Das hat irgendwas was mit dem Gas zu tun, jedenfalls, dass der Mann immer runterdreht. Der Mann dreht immer das Gas runter und der Frau ist entweder kalt oder das Licht wird so dunkel, da bin ich jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall verändert sich was an ihrer Wahrnehmung. Und dann sagt sie immer zu ihrem Mann, ist jetzt schon wieder das Gas runtergedreht oder so? Und er sagt immer, keine Ahnung, was du hast, du redest immer nur Unsinn mit deinem Gas, also mit dem Gas ist alles in Ordnung, da ist überhaupt nichts. Er ist aber derjenige, der das Gas permanent manipuliert, und zwar so lange, bis seine Frau irre wird. Gaslighting, daher kommt dieser Begriff, wenn man Menschen in die Irre führt, wenn man sie manipuliert, wenn man bewusst in ihre Wahrnehmung eingreift und dann deren Wahrnehmung anzweifelt. Auch ein beliebtes Muster aus dem Gaslighting ist, den anderen das vorzuwerfen, was ich selber tue. Da kommen wir später noch zu, ihr lieben Reichsbürger. Haben wir hier nämlich zu tun. Nö. Die alten Reichsgrenzen bestehen genauso wenig, wie der Mann in dem Hitchcock-Film am Gas gedreht hat. Also wir wollen so unseriöse Kampfbegriffe wie Reichsbürger gar nicht benutzen. Aber wenn schon, dann zeige ich euch später mal gerne, wer hier die wirklichen Reichsbürger sind. Wie unseriös. Ich muss schon sagen, meine Ex-Kollegen, unseriös, illoyal, was für ein Verhalten. Pfui. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Lösungsansätzen und zu einem philosophischen Gedanken, der mir gerade einfach so in den Kopf geknallt ist, nämlich, es gibt Gott sei Dank immer viel mehr Lösungen als Probleme. Überlegt mal, wenn ein Problem entsteht, ein einziges Problem, dann denken schon irgendwie 10 verschiedene Leute mindestens drüber nach und haben direkt 10 verschiedene Lösungsansätze. Ist das nicht eigentlich toll? Das ist mir jetzt gerade einfach ganz spontan eingefallen. Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme auf der Welt. Bam! Woo! So, also die Lösungsansätze. Davon gibt es eine Menge. Ich habe jetzt wahrscheinlich auch gar nicht alle gefunden. Und ich weise ganz, ganz deutlich darauf hin, dass es sich hierbei um meine persönliche Meinung zu meinem jetzigen Kenntnisstand handelt. Darum wünsche ich mir auch ganz, ganz dringend Mitstreiter, wie eben schon mal erwähnt, die das alles selber nachforschen. Ein Souverän bildet sich erst selbst und dann seine Meinung. Wenn wir ein Souverän werden wollen, bleibt uns ohnehin gar nichts anderes übrig, als dass jeder einzelne von uns souverän wird. Dafür muss jeder selbst die Fakten kennen. Ihr dürft nicht mir vertrauen, ihr dürft niemandem vertrauen, ihr müsst selber euch zu Hause hinsetzen und über eure Rechte lesen. Ihr müsst eure Rechte und Pflichten einfach kennen. Und ich helfe natürlich gerne dabei, darüber aufzuklären, aber ich muss immer auch sagen, das hier ist nur meine jetzige Meinung zum jetzigen Zeitpunkt. Die ist nicht in Stein gemeißelt. Ein Souverän bildet sich immer weiter ändert dadurch auch seine Meinung. Denn meine Meinung beruht immer auf meinem Wissensstand. So, jetzt habe ich euch genügend mit meiner Feigheit davor genervt, endlich in den Ring zu steigen und diese ganzen Lösungsansätze auseinanderzunehmen. Ja, ich habe Angst, ihr seht's. Also ab durch die Angst. Ist Vergnügen. Wir müssen nicht mehr am Besatzungszustand rumdiskutieren. Das ist juristisch geklärt, das ist eindeutig, ja, wir sind besetzt. Darüber diskutieren wir nicht mehr, damit lassen wir uns nicht mehr ablenken. Reichsbürgerbewegung hin oder her, wir sind doch nicht blöd. Wir lassen uns doch nicht von kleinen Kindern ablenken, die ganze Zeit mit Schimpfwörtern rumbrüllen und Schneebälle werfen. Hallo? Dafür sind wir einfach schon zu weit. Ich fasse euch aber gerne noch ein paar Links unten in der Beschreibung zusammen. Da könnt ihr das alles selbst nachprüfen. Das ist jetzt belegt, damit halten wir uns nicht mehr auf. Und nun die Frage, wie kommen wir da raus? Die wohl populärste Antwort auf diese Frage lautet, wir brauchen einen Friedensvertrag
oder wir brauchen eine deutsche Verfassung, geschrieben vom deutschen Volk selbst. Wir müssen souverän werden, ein souveräner Staat. Aha. Stimmt das denn so? Und wenn ja, wie wird man denn das? Beginnen wir mit dem Staatsangehörigkeitsausweis. Auch genannt der gelbe Schein. So wie Krankschreibung. Ist das nicht interessant? Die bekanntesten Fürsprecher, die ich so finden konnte, das sind zum einen Rainer Oberüber und zum anderen Rico Handke. Mein Name ist Rico Hunter. Rainer Oberüber hat gerade ganz andere Probleme. Beide habe ich nicht gesprochen. Sie betonen aber auch alle beide in ihren Videos, wie wichtig es sei, dass man, wenn man einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragt, seine Ahnen, seine Vorfahren, seine deutschen Vorfahren, bis 1912 nachweist. Um eben nicht in der Verfassung des Deutschen Reiches zu landen mit seinem Staatsangehörigkeitsausweis, sondern die preußische Verfassung von 1871. Ja, der Staatsangehörigkeitsausweis. Der ist halt angeblich das einzige echte Dokument, mit dem du deine deutsche Staatsbürgerschaft nachweisen kannst. Ja genau, welche Staatsbürgerschaft? Die deutsche. Das ist schon juristisch falsch. Was ist ein Staatsangehörigkeitsausweis? Ein Staatsangehörigkeitsausweis ist so ein gelbes Dokument, das deine Staatsangehörigkeit nur am Tag der Ausstellung bestätigt. Das heißt, an dem Tag, wo die Behörde dir diesen Staatsangehörigkeitsausweis ausstellt, an dem Tag hattest du die Staatsangehörigkeit Deutscher. Das Ding ist für 10 Jahre gültig. 10 Jahre lang kannst du nachweisen, dass du an diesem einen Tag die Staatsangehörigkeit Deutsch hattest. Das steht da auch genauso drin und das liegt daran, dass sich Staatsangehörigkeiten ja nun einmal auch aufgrund politischer Verhältnisse ändern können. Gerade davon können wir ja ein Lied singen. Das passiert halt die ganze Zeit. Und so kann es sein, dass du gerade noch Deutscher warst und schwupps ist Krieg, die Russen annektieren, schenken das den Polen, das Land, und ja, dann bist du jetzt wohl Pole. Also, eine Staatsangehörigkeit wird genau deswegen sowieso in den meisten Fällen immer nur für diesen Tag ausgestellt. Da gibt es auch verschiedenste Urteile darüber, die ihr euch mal anschauen könnt, wo Leute ohne irgendwas zu tun einfach so ihre Staatsangehörigkeit verloren haben aufgrund politischer Umstände. So wie wir. Mehr dazu später. Dann kommt auch noch dazu Staatsangehörigkeit Deutsch. Das ist juristisch falsch. Ihr könnt euch internationale Ausweise mal ansehen. Es ist eine Ausnahme nur hier in der BRD, dass wir Menschen in unseren Ausweisen stehen haben, Staatsangehörigkeit Deutsch. Und da ist auch egal, ob du einen Perso hast oder diesen Staatsangehörigkeitsausweis, der ändert gar nichts an dieser Tatsache. Formal juristisch richtig wäre, wenn im Personalausweis, Reisepass etc. oder Staatsangehörigkeitsausweis unter der Frage nach der Staatsangehörigkeit Deutschland stünde. Egal, wo du hinguckst, Reisepass der USA, im Reisepass steht unter Staatsangehörigkeit United States of America. Da steht nicht American oder Russian oder sowas. Dieser Staatsangehörigkeitsausweis bescheinigt dir also schon wieder nur Schwachsinn. Dann kommt noch hinzu, ausgestellt wird er ja von der BRD. Du stellst also einen Antrag an die BRD, die bestätigen dir, und das steht da ja auch so drauf, BRD, deine Staatsangehörigkeit Deutsch, also wieder alles totaler Schmu. Genau derselbe Quatsch, den du halt vorher auch schon hattest mit deinem Perso. Ja gut, der Perso, so sagt man, würde deine Staatsangehörigkeit nicht nachweisen, aber man sagt das ja deswegen, weil da drauf steht Deutsch statt Deutschland. Und das ändert sich nicht mit dem Staatsangehörigkeitsausweis und das räumt Rainer Oberüber in seinem Vortrag doch sogar selber ein. Interessanterweise entblöden die sich nicht, trotzdem Staatsangehörigkeit Deutsch da reinzuschreiben, wo mindestens Deutscher stehen müsste. So, aber jetzt wird es noch besser. Weil im letzten Video habe ich euch einen total wichtigen Vertrag vorenthalten, weil der eure volle Aufmerksamkeit braucht, und zwar Rustag, der Reichs- und Staatsangehörigkeitsvertrag. Darin steht ziemlich eindeutig, dass die deutsche Staatsbürgerschaft die Reichsbürgerschaft ist. Sind wir jetzt alle Reichsbürger?
jeden Fall kommt das der Wahrheit schon sehr viel näher, juristisch betrachtet. Die deutsche Staatsangehörigkeit ist die Reichsbürgerschaft. Witzig. Und es ist doch völlig egal, bis wohin du deine Ahnen nachweist, weil in Rustag steht es ja drin, dass alle diese Länderzugehörigkeiten aufgelöst wurden. Und dass man, ob nun Zugehöriger dieser ganzen Länder, die bis 1912 galten, oder ob man Reichsbürger ist, das alles wird nun zusammengefasst in der deutschen Staatsbürgerschaft. Wenn du dich also mit deinem Ahnennachweis irgendeiner bestimmten Länderzugehörigkeit zuweist, also zum Beispiel Sachsen, dann bist du damit zum Reichsbürger geworden oder zum Deutschen. Denn alle diese Länderzugehörigkeiten wurden aufgelöst mit Rustag. Da wurde dann jeder zum Deutschen. Mit dem gelben Schein machst du dir eine Menge Arbeit und erreichst am Ende gar nichts. Freie Menschen stellen übrigens gar keine Anträge. Ein Souverän braucht keinen Herrn, der ihm irgendwas genehmigt, denn ein Souverän ist sein eigener Herr. Seine freien Handlungen schaffen seine eigenen Gesetze. Welcher Ausweis auch immer ist Unsinn. Jeder Antrag ist Unsinn. Aus freien Handlungen entstehen die Rechte des freien Menschen. Du brauchst keinen Antrag stellen. Sehr schön erklärt das Rüdiger Hoffmann übrigens in diesem Video hier. Das kann man sich ruhig mal ansehen. Ich würde empfehlen, es nur bis ungefähr zur Hälfte zu kommen, weil am Ende kommt eigentlich nur noch schlechte Laune und Angstmacherei, wenn man mich fragt. Damit sind wir jetzt bei Rüdiger Hoffmann. Das ist gar nicht so schlecht, denn der hat ja auch einen Lösungsvorschlag. Und den können wir uns dann auch gleich mal als nächstes angucken. Bam, ihr Lieben, ich bin auf einer Demonstration, aber Demonstrationen sind ja nicht die Lösung. Aber ich habe jemanden getroffen. Ich glaube fast, der hat die Lösung. Auf jeden Fall behauptet er das. Jetzt wird's Bescheid. Eiern ist nicht mehr. Ja. So, Lösungsalarm, Lösungsalarm, Lösung vernetzen müssen. Wo geht's hier? Genau, mal. Vorweg empfehle ich halt nochmal dieses Video hier von Rüdiger Hoffmann, wo es um den Staatsangehörigkeitenausweis oder um Rustag hauptsächlich eigentlich geht, um dieses Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz. Außerdem spricht er auch über den Staatsstreich von 2010. Unbedingt mal anschauen. Also über Rustag und Stark, also das Staatsangehörigkeitsgesetz, müssen wir eigentlich mal einen eigenen Beitrag machen. Jetzt schaut ihr euch erstmal den von Rüdiger an. Mit dem Wissen im Hinterkopf, dass man alles nachprüfen muss, was andere Leute einem erzählen. Und mein Beitrag muss noch ein bisschen auf sich warten lassen. Denn ich habe jetzt in meiner Recherche lange, lange nach einem Anwalt gesucht, der mir mit völkerrechtlichen Fragen weiterhilft. Und es stellt sich raus, das ist alles gar nicht so einfach. Und ich habe mich mal auch ein bisschen hingesetzt und drüber nachgedacht. Und dann logisch ist es nicht so einfach. Wer kommt denn eigentlich von sich aus auf die Idee, Völkerrecht zu studieren? Wer möchte Jurist werden und denkt dabei so, Völkerrecht. Ich glaube, dass man als junger Mensch, während man in dem Alter ist, dass man studiert, auf solche Ideen kommt. Das passiert wahrscheinlich gar nicht so sehr von alleine. Das ist natürlich nur eine Behauptung von mir. Aber ich fürchte, wahrscheinlich fängt man diese Themen überhaupt erst an zu studieren, wenn man eh zum Laden derer gehört, die ja nun mal mit Staatsverträgen und Handelsrecht sich alles unter den Nagel reißen wollen und das auch behalten wollen. Also so nimmt man, damit wir unsere ganzen schönen Verträge behalten, studierst du mal Völkerrecht und so, ne? Völkerrecht, öde Papa. Du erbst nicht mein Schloss, wenn du nicht Völkerrecht studierst. I am your father. Join me and together we can rule the galaxy as father and son. Naja, egal, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Vielleicht ist ja unter euch voll der nette Völkerrechtler. Bitte melden. So. Und bevor ich aber ein Video mache über diese total wichtigen Tatsachen, möchte ich lieber wirklich mit jemandem gesprochen haben, der nicht das laienmäßig gelesen hat, sondern der das ewig lange studiert hat und sich damit besser auskennt. Ich bin immer noch nur Journalistin und diese ganze Recherche zum Thema, zu diesen ganzen Rechtsfragen, hat meine Arbeit extrem, extrem verlangsamt. Deswegen, ich hoffe auf gute Unterstützung in der Zukunft. Ansonsten müssen wir uns jetzt auch mal wieder mit anderen Themen befassen. Und damit kommen wir jetzt also zu Rüdiger und seinem Lösungsansatz. Rüdiger ist von Staatenlos Info. Er engagiert sich nun schon einige Jahre. Rüdiger sagt, Paragraph 139 des Grundgesetzes ist der Schlüssel zur Befreiung. Beziehungsweise erst einmal zur Entnazifizierung der eigenen Person. Paragraph 139 Grundgesetz.
Die zur Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt. So, schwierig. Rüdiger Hoffmann und die Menschen von Staatenlos Info haben in vielen Fällen wirklich gute Informationen. Vor allem muss man ihnen zugutehalten, dass sie in den letzten Jahren einfach permanent Präsenz gezeigt haben, dass Rüdiger Hoffmann für jeden so erreichbar ist, dass sie ständig runde Tische organisieren, dass sie tatsächlich die Menschen zusammenbringen, dass sie Lösungsvorschläge bringen, dass sie reden wollen, dass sie wirklich machen. Das muss man ihnen zugutehalten und wir alle sollten uns endlich mal beteiligen an diesen Gesprächen und hingehen und auch machen. Denn bei aller Liebe, vieles, was Staatenlos macht, ist juristisch leider einfach nicht richtig so. In diesem Fall tut es mir eigentlich ganz besonders leid, denn ich habe viele nette Menschen im Umkreis von Staatenlos Info getroffen. Alles intelligente Menschen mit einem guten Herzen, dem Herzen am rechten Fleck. Aber leider, die Lösungsansätze, die ihr da anbietet, kommen wir da jetzt mal zu. Es ist auf jeden Fall besser, das zu tun, was Rüdiger und Staatenlos Info tun, als zu Hause zu sitzen und auf ein Bundesverdienstkreuz der Regierung zu hoffen. Hashtag besondere Helden, das habt ihr sicherlich mitbekommen. Also nicht zu Hause sitzen, Cola trinken, Chips essen, Fernsehen gucken, rummotzen. Machen! Den schrecklichen Spot, den die Regierung mit eurem Geld gemacht hat, den kennt ihr ja sicher schon. Ne? Die besonderen Helden, die zu faul sind, um sich aufzuregen und die sich so ungesund ernähren und zu Hause bleiben, um gegen eine Krankheit zu kämpfen. Egal. Macht halt einfach nicht, was die Regierung will, sondern kommt und redet mit. Ja, nun zum kritischen Teil. Denn bei den meisten Dingen, die Staatenlos Info dann so vor sich gibt, gehe ich nicht mehr mit. Ich gehe schon beim ersten Lösungsvorschlag nicht mehr mit. Die Internetseite von Staatenlos Info ist recht chaotisch. Es ist erstmal gar nicht so einfach, überhaupt diesen Anweisungen zu folgen, die sie da geben. Denn die Dokumente sind kompliziert, auf der Seite verstreut. Alles ist auf der Seite ziemlich unübersichtlich zerstreut. Es ist nicht besonders einfach oder übersichtlich gemacht. Nachdem ich selber mal einfach diesen Prozess durchgegangen bin, den man machen müsste, würde man deren Anweisungen folgen, dann verbringst du damit sehr viel Zeit und bist am Ende des Ganzen ganz schön durch und müde. Ich empfehle dir, dass du durch und müde nicht diese Dokumente abschickst, die du jetzt ausgefüllt hast, sondern, und diese Kraft fehlt wahrscheinlich zuallererst mal, aber was man eigentlich tun müsste, wäre, kurz mal innezuhalten und jeden einzelnen Schritt zu überprüfen, zu dem Staatenlos Info hier rät. Ich rate ganz dringend zu Nachforschung. Denn nicht nur die Struktur der Internetseite ist ziemlich chaotisch, auch die Argumentation von Staatenlos Info ist recht lückenhaft. Ganz davon abgesehen, dass die Anleitung auch super viele Fragen offen lässt. Ja, und zwar vor allem bei den Menschen, die sie einfach blind ausfüllen und wegschicken. Das solltet ihr nicht tun. Wenn ihr juristische Dinge tut, wenn ihr juristisch handelt, dann solltet ihr alles wissen, was ihr tut. Ihr solltet das genau nachgelesen haben, ihr solltet einen eigenen sicheren Fall haben. Ihr solltet immer wissen, was ihr tut, bevor ihr Dokumente an irgendwelche Botschaften etc. schickt. Es reicht nicht, einfach nur einzelne Paragraphen zu kennen, die jemand anders zitiert hat. Ihr müsst diese Paragraphen aus ihrem Zusammenhang kennen. Ihr müsst auch andere Paragraphen kennen, die dem vielleicht entgegenstehen. Paragraphen stehen auch schon mal im Widerspruch zueinander, können sich gegenseitig aufheben das alles zu einer Ermessensfrage machen. Es reicht nicht, blind irgendwelche Dinge auszufüllen und wegzuschicken. Ihr solltet immer genau wissen, was ihr tut, wenn ihr euch auf juristisches Glatteis begebt. Okay, ich glaube, ich habe genügend gesagt. Sie sagen als allererstes, Urkunde ausstellen zur Umsetzung des Artikel 146, also dass sich das Volk seine eigene Verfassung gibt. Dafür bieten Sie eine Urkunde an. Die liest sich jetzt für mich eigentlich eher als eine Absichtserklärung als eine Urkunde. Okay. Zweitens soll man dann einen Antrag stellen auf Rehabilitation der eigenen Person, also das Entnazifizieren der eigenen Person. Das schickt man an die Russische Föderation. Und drittens soll man an die russische Botschaft und an den Haupt- und Militärstaatsanwalt der Russischen Föderation
Schutzanträge stellen. Da sollst du zum Beispiel dein Leib und Leben und Eigentum mit schützen lassen. Es tut mir von Herzen leid, weil ich wirklich der Meinung bin, dass bei Staatenlos Info sich ein paar tolle Herzen und Seelen und Köpfe engagieren. Aber das hier, das ist ganz sicher nicht die Lösung. Einer der Dinge, die mir hier am wichtigsten sind zuerst. Freie Menschen stellen überhaupt gar keine Anträge. Schon gar keine Schutzanträge. Hinzu kommt, dass Staatenlos Info mich doch selber darüber informiert hat, dass es Eigentum in Deutschland gar nicht mehr gibt, sondern nur noch Besitz. Also ich schreibe einen Antrag an die Russische Föderation, etwas für mich zu schützen, auf das ich laut internationalem Handelsrecht schon lange gar keinen Anspruch mehr habe? Auf meine Frage, ob man darauf eine Antwort erhielte, hieß es nein. Früher hätte man angeblich noch den Empfang bestätigt, so sagte man mir. Heute bekommt man gar nichts mehr. Tja, nun, es tut mir leid. Ich weiß, dass Jura tierisch nervt, aber man muss es alles sehr genau nehmen. Wenn du einen Antrag stellst, hättest du wirklich einen Antrag gestellt, einen, der Gültigkeit hat für irgendjemanden, dann hättest du ein Verwaltungsverfahren in Gang gebracht. Das Verwaltungsverfahren im Sinne dieses Gesetzes ist die nach außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet ist. Es schließt den Erlass des Verwaltungsaktes oder den Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrags ein. Mit anderen Worten, wenn keine Reaktion kommt, dann war es auch kein Antrag. Beziehungsweise ist nicht als solcher gewertet worden. Denn ein Antrag ist der Beginn eines Verwaltungsaktes. Am Ende steht entweder eine rechtliche Bestimmung oder eben irgendein Vertrag. Stellst du einen Antrag und nichts passiert, war es kein Verwaltungsakt, war es kein Antrag. So einfach. Es ist also im Grunde einfach nichts passiert. So wie Briefe an den Weihnachtsmann zu schreiben. Und hinzu kommt, es mag ja vielleicht stimmen, was Sie da behaupten auf Ihrer Seite, dass man mit Hilfe der Artikel 139 bis 146 eine neue Verfassung erlangen müsste, aber da sind Sie erstens ziemlich ungenau, weil gar nicht alle diese Gesetze dazugehören, zu diesem Themenkomplex so wirklich. Und weil zweitens Paragraph 139 hier auch einfach gründlich falsch verstanden wird. Wenn man mich fragt, bezieht sich Paragraph 139 auf das Gesetz 104 zur Befreiung vom Nationalismus und Militarismus. Und dort ist nämlich in der Anweisung 24 erläutert, was genau damit gemeint ist. Damit ist gemeint die Entfernung von Mitgliedern der NSDAP aus hohen politischen Ämtern und einflussreichen Positionen. Darum geht es in diesem Paragraphen. Und ja, Mann, lass uns unbedingt nochmal über Paragraph 139 sprechen, denn der gute Adenauer hat genau das verhindert. In der Hauptstadt Bonn benötigt man Personal für die zahlreichen neuen Ministerien. Dies stellt die Regierung vor ein Problem. Sie will auf jene erfahrenen Beamten zurückgreifen, die 1945 wegen ihrer Kollaboration mit den Nazis von den Alliierten aus ihren Ämtern entfernt wurden. Wie aber kann man die Rückkehr teilweise hochbelasteter Beamter in den öffentlichen Dienst arrangieren, ohne dass die Alliierten daran Anstoß nehmen? Wie kann man sogar ehemalige Gestapo-Beamte wieder einstellen? Die Lösung liefert das sogenannte 131er-Gesetz. Da geht es nämlich darum, dass gesagt wird, Gestapo-Beamte sind davon zunächst ausgeschlossen. Es sei denn, sie sind von Amts wegen zur Gestapo beordert worden. Der Trick dahinter, fast jeder Gestapo-Beamte wurde von Amts wegen zur Gestapo versetzt. Was klingt wie eine Ausnahme, war in Wirklichkeit der Normalfall. Unsere Ämter wurden wieder vollgestopft mit Nazi-Funktionären. Wir hatten lauter Nationalsozialisten an super wichtigen Stellen sitzen und wir haben die auch heute noch da. Ja, über Paragraph 139 und über Entnazifizierung würde ich sehr, sehr gerne mal mit meiner Regierung verhandeln. Super gerne. Ich halte das Sprechen für falsch. Aber es hat nichts mit dem zu tun, was Rüdiger Hoffmann und Staatenlos Info uns hier erzählen. Du wirst nicht deine eigene Person entnazifizieren mit irgendeinem Antrag. Und das hat mit Paragraph 139 schon mal gar nichts zu tun. Da geht es einfach gar nicht um dich. Es sei denn natürlich, du bist ein Faschist und arbeitest in einem Amt. Dann geht das für dich.
Du und ich, Otto Normal und Erika Mustermann, wir haben damit halt nichts zu tun. Und damit sage ich jetzt übrigens nicht, du würdest nicht durch Gesetzestexte und einige Kniffe in einer faschistischen Fiktion gefangen gehalten. Das sage ich nicht. Aber das hat nichts hiermit zu tun. Wie der Adenauer verhindert hat, dass die Nazis aus den Ämtern rauskommen, dazu teile ich euch hier drunter einen Beitrag der Öffentlich-Rechtlichen. Manchmal machen die ja auch ganz gute Sachen, ne? Versehentlich. So, es tut mir wahnsinnig leid, Staatenlos Info. BAM wird aber trotzdem niemals für Spaltung stehen. Ich werde immer weiter mit euch reden. Bloß nicht wütend werden, lasst uns unbedingt weiterreden. So, kommen wir zum nächsten Vorschlag. Die sogenannte Lebenderklärung oder die formaljuristische Lebenderklärung. Der Ausgangspunkt für diesen Lösungsansatz ist, dass du in behördlichen Verwaltungsdingen als Sache giltst. Das stimmt ja auch so. Aber die Tatsachen dazu sind alle so verworren und extra mit so vielen Falschinformationen und Täuschungen gespickt, dass man auf jeden Fall schon sehen kann, dass man hier wohl auf einem ganz guten Weg sein muss. Irgendwas muss dran sein, denn wieso gibt es so viele Bemühungen seitens von Geheimdiensten und anderen Einmischern, an dieser Stelle nicht besonders weit zu kommen? Mehr Fehlinformationen, als wenn es um die Frage nach diesem bin ich lebendig, bin ich eine Sache, als was ist eigentlich mein Personenstatus vor dem Gericht? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, muss man sich wirklich eine Menge Täuschung, Betrug und Zeug gefallen lassen. Schwierig. So viele Falschbehauptungen und Vermutungen, dass einem ganz schwindelig werden kann. Da lohnt es sich doch, noch einmal daran zu erinnern, dass wir hier durch unsere Angst ins totale Vergnügen uns begeben. Also Taucherbrille auf und abtauchen und schön vorsichtig sein, denn Handelsrecht ist ein sehr trübes Gewässer, voller Strudel und gerissene Haie. Tauchen wir ab durch die Angst ins Vergnügen. In meinem letzten Video über Handelsrecht und Verträge, da habe ich euch von Seerecht erzählt. Und irgendwo da liegt auch der Hase im Pfeffer begraben, beziehungsweise irgendwo da ersäuft die Person in der Fiktion. Und im Grunde gibt es auch ziemlich viele Hinweise darauf. Also Frage 4, wie arbeitet dieses Kabinett eigentlich? Wir arbeiten nach dem Prinzip vorsichtiger Kaufleute, also wenn Sie so wollen, noch die alten hanseatischen Tugenden. Also ich habe euch erzählt, dass alle als auf der See verschollen gelten, die sich nicht innerhalb von 3 Jahren als lebendig melden. Richtig? Da kommt das her, von diesem Sestui-Kevi-Akt nach den großen Bränden von London. Und man muss schon sagen, es ist irgendwie spannend, dass Menschen nach ihrer Geburt in einem Kirchenschiff Wasser über den Kopf gekippt bekommen und dann auf den Namen Jesu Christi getauft werden. Ha, das ist ja spannend. Also fast so, als würde man ersäuft werden und dann eben auf den Namen einer anderen Person, einer fiktiven Person, die den Sklaventod gestorben ist, auf die wird man getauft. Moment, jetzt mal langsam. Also Jesus Christus starb am Kreuz. Der Kreuztod war in Rom den Sklaven vorbehalten. Nur Sklaven wurden am Kreuz getötet. Ist jetzt vielleicht weit hergeholt und vielleicht überhaupt nicht weit hergeholt, dass du im Kirchenschiff ersäufst. Du bist dann tot. Du wirst auf die fiktive Person Jesus Christus getauft. Und Jesus ist ein Sklave. Er starb den Sklaventod am Kreuz. Immer wenn ich solche Sachen sage, dann möchte ich die Christen ganz, ganz dringend in den Arm nehmen und sagen, auch ich glaube an Gott, auch ich glaube und auch ich lese sehr gerne die Bibel, aber wir müssen trotzdem uns diese Fragen alle gefallen lassen, denn da passen ein paar Sachen ziemlich gut zusammen, wenn man Handelsrecht und Verträge beachtet. Und wenn man versuchen wollte, die ganze Welt zu knechten, da müssen wir uns ein paar Fragen gefallen lassen, nicht wahr? So, das kann man so verstehen, muss man auch nicht. Und es ist ja auch zum Glück nicht jeder kirchlich getauft worden. Aber es wäre ja jetzt auch nur ein Kniff. Es gibt halt so viele und deswegen, das meine ich ja, diese Geschichte ist extrem verworren. Aber spannend ist das schon, oder? Wieso heißt das Kirchenschiff? Und wieso wird man da so ersäuft? Ich wollte es bloß der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Schaut mal hier nach.
Das habe ich in den Kommentaren unter meinem letzten Video entdeckt und das sind ziemlich interessante Abhandlungen über römisches Recht, die römisch-katholische Kirche, römische Geschichte etc. Alleine durch die Bezeichnung als juristische Person wirst du zu einer toten Sache. Du bist ein Mensch. Die juristische Person ist eine tote Sache. So, damit kommen wir jetzt übrigens schon wieder zu so einer Fehlinformation. Die wird zum Beispiel auch geteilt von Rüdiger Hoffmann. Diese Info fand ich zuallererst auf Staatenlos Info. Das heißt nicht, dass sie da erfunden wurde. Ich habe überall im Netz immer wieder Bezüge darauf gefunden. Es gibt hier und da im Internet die Behauptung zu finden, dass im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts Nummer 63,332/337 darin soll angeblich der folgende Satz stehen: Verboten ist daher auch, Menschen als Objekt, also als Person zu behandeln. Ich habe den Satz da nicht gefunden in diesem Urteil. Dieses Urteil wird aber überall wieder wiederholt. Menschen beziehen sich dagegen aufeinander, zitieren. Ich habe beim Bundesverfassungsgericht angerufen und habe nach diesem Beschluss gefragt. Ich habe ihn hier. Dieser Satz kommt darin nicht vor. Es geht hier um ein Abschiebeverfahren. Den Satz, verboten ist daher auch, Menschen als Objekt, also als Person zu behandeln, den findet man nicht da drin. Es ist aber streng genommen richtig. Also du als Mensch mit deinen natürlichen Rechten hast mit der Person, der toten Sache, gar nichts zu tun. Du trittst vor deutschen Gerichten nie als Mensch auf. Es wird immer die juristische Person angeschrieben. Menschen kann man gar nicht verklagen. Menschen haben Rechte, die ihre Würde vor dieser Willkür schützen. So wie zum Beispiel der Papst. Der gilt als Mensch und ist vor solchen, der ist ein Souverän und ist vor allen Gerichten. Niemand darf den Papst richten. Dich eigentlich auch nicht. Das liegt nur daran, dass du dich auf diese Verträge eingelassen hast, wo du diese juristische Person trägst. Als Mensch kann dich niemand verklagen. Als Mensch bist du eine natürliche Person. Die steht nicht in Verträgen drin, die kann keinen Handel schließen. Das kann nur deine juristische Person, von der du der Träger bist. Für Gerichtsverfahren, für Verträge, für Verhandlungen, für diese juristische Fiktion wird also eine Kunstfigur geschaffen, um sich am Handel zu beteiligen und an den Gesetzen. Das ist quasi eine Kunstfigur, eine Fiktion, sagt man auch. Den Unterschied zwischen deiner natürlichen und juristischen Person findest du ganz gut erklärt in einem Video, was ich hier teile. Oder auch hier in der Infobox. Genau, man nennt das also auch eine Fiktion, also keine reale Person, kein echter Mensch, sondern eine erfundene Figur, erfunden für ihre Gerichtbarkeit, für ihre Richtbarkeit. Denn Menschen kann man nicht richten. So einfach. Also das geht ja auch rein philosophisch gar nicht. Selbst wenn du nicht an Gott glaubst, jeder, der 3 Sekunden drüber nachdenkt, ein Mensch kann einen anderen Menschen nicht verurteilen. Es geht einfach nicht. Wie soll das gehen? Wie kann denn der eine Mensch über dem anderen stehen und ein Urteil fällen dürfen? Macht der nie irgendwelche Fehler? Also es ist ganz einfach. Menschen können über Menschen nicht richten. So einfach ist das. Dafür wird dann diese Kunstfigur erschaffen. Und was genau die Fiktion ist und wie die funktioniert, das erklärt sehr gut Menschenrecht TV in ihrer Reihe über Recht. Zum Beispiel vor allem in ihrem Video, was Menschen über Recht und Gesetz nicht wissen sollen. Das empfehle ich und das ist natürlich auch unten in der Beschreibung und hier in der Infobox. So, und Menschen, die für diese sogenannte Lebenderklärung werben oder für die formaljuristische Lebenderklärung, die nehmen diese Tatsachen als Grundlage für ihre Argumentation. Und das ist auch nicht falsch. Sie behaupten, wir wurden alle für tot erklärt, zu Gegenständen. Und im letzten Video über Handelsrecht habe ich euch ja auch die Hinweise genannt. Also zum Beispiel, dass nach den großen Bränden in der City of London der Sestwee-Kevee-Act ausgerufen wurde, bei dem jeder als tot galt, der sich nicht innerhalb von 3 Jahren als lebendig meldete. Also wenn man davon ausgeht, dass das so noch gültig ist, dann müssten wir uns tatsächlich eigentlich streng genommen auch alle noch irgendwo als lebendig melden. Ich weiß nichts von einer aktiven Auflösung des Sestwee-Kevee-Acts oder dieses Gesetzes darin. Und solange Gesetze nicht aktiv aufgelöst werden, bestehen sie weiter. Mit anderen Worten, das ist streng genommen gültig. Und im Grunde genommen haben diese Leute recht und wir müssten uns irgendwo lebendig melden. Die Frage ist bloß wo. Das ist aber zum Beispiel eine von diesen Fragen, die wir wirklich tatsächlich
dringend mal klären sollten. Und das ist ja auch möglich. Dann lass es uns doch bitte einfach mal zu einer Frage machen. Ich halte Sprechen für falsch. Also diese Frage sollten wir klären lassen. Ist das noch gültig? Da haben wir ja auch ein Recht drauf. Ist das gültig? Ist doch ganz einfach. Lass doch einfach fragen. Denn all die anderen Argumente, die dann diese Fürsprecher der Lebenderklärung machen, die kann ich alle wieder mal dann nicht unterschreiben. Da ist zum Beispiel Goran Bojic. Den hatte ich um ein Gespräch gebeten. Der war auch dem zugeneigt. Das ist nur leider, haben wir das nicht rechtzeitig geschafft, das zu verabreden. Das sei der Fairness wegen unbedingt dazu gesagt. Denn ich hatte noch zwei Fragezeichen beim Betrachten seiner ganzen Videos und beim Lesen dessen, was er so getrieben hat in den letzten Jahren. Und die konnte ich ihm jetzt leider nicht persönlich stellen. Aber dann berichte ich die eben hier mit. Und Goran, falls du das hier siehst, sei mir nicht böse, auch du. Lass uns gerne miteinander reden, wir können alles klären. So, erstens behauptet er, die Großschreibung deines Namens im Personalausweis würde behaupten, dass du den Sklavenstatus hast. Und zweitens sagt er, die formaljuristische Menschwerdung könne nur auf Malta durchgeführt werden. Also ich bestreite nicht, dass wir formaljuristisch wie Sklaven geführt werden. Das ist ja die steile These, die ich hier mit meinem Kanal die ganze Zeit verbreite. Also Menschenhandel ist das beste Geschäft der Welt, eines, dessen Wachstum nie gebremst wurde, wo Kapital ohne Ende vorhanden ist. Also das eines der besten oder das beste Geschäft der Welt. Und das wäre ja nicht möglich, wenn internationales Handelsrecht dafür nicht die Lücken und Möglichkeiten bereithielte, richtig? Ich versuche also mit meinen Videos ja eigentlich hauptsächlich genau das zu belegen. Ja, wir sind alle Sklaven, aber wir müssen das juristisch belegen. Das ist hier der Trick. Das beste Geschäft der Welt läuft nicht einfach so zufällig. Punkt. Also ich bestreite jetzt nicht den formaljuristischen Sklavenstatus, aber ich suche verdammt eifrig nach den Belegen dafür. Also bitte her damit. Weil hier finde ich ihn nicht. Die Rede ist vom Capitis de Minutio Maxima. Wie der Name schon sagt, natürlich aus dem römischen Recht stammt und beschreibt den Personenstatus im Zivilrecht. Oder vielmehr eigentlich den Verlust der Persönlichkeitsrechte. In drei Abstufungen. Es gibt den Capitis de Minutio Minima, Capitis de Minutio Media und den Capitis de Minutio Maxima. Capitis de Minutio Maxima bedeutet die völlige Entrechtung und die Auflösung aller deiner Menschenrechte, Persönlichkeitsrechte, die Status-Personenstandsänderung zum Sklaven und somit zum entrechteten Gegenstand. Soweit so gut. Und womit er auch richtig liegt, das ist die Tatsache, dass die Römer diese Gesetze vor allem für ihre besatzten Gebiete anwandten. Das ist so gültiges Kriegsrecht. Alles richtig. Bloß dann sagt er das mit der Großschreibung des Namens. Das liest man auch im Internet immer mal wieder, dass die Großschreibung deines Namens im Personalausweis, also dass da jeder Buchstabe groß steht, dass das ein Hinweis darauf wäre, dass du diesen Sklavenstatus hast. Denn, so lautet die These, im Römischen Reich hätten nur Sklaven mit Großbuchstaben unterschreiben müssen oder beziehungsweise ihre Namen wurden in Großbuchstaben geschrieben. Ja, aber das ist ja schon mal direkt totaler Quatsch, denn es gab in Rom ja gar nichts anderes als Großbuchstaben. Es gab kleine Buchstaben nicht. Das hebt diese These schon mal direkt weg. Das kann so nicht stimmen. Hinzu kommt, die einzige Quellenangabe, die es zu dieser Behauptung gibt, die habe ich wie irre gesucht und die konnte ich dann tatsächlich nur bei Goran Bojic finden, der, das muss man auch zugeben, sich selber nicht sicher ist und auch selber seine Zuschauer um Mithilfe bittet. Er selber sagt, er konnte das selber nicht finden und er hofft, dass es ihm jemand sagen kann. Ja, wir haben bald eine Antwort auf die Frage, weil ich habe dieses Buch jetzt bestellt, in dem es angeblich stehen soll. Und zwar handelt es sich nämlich um die vierte überarbeitete Version des Black's Law Dictionary. Das ist ein Rechtswörterbuch. Und in einer einzigen Ausgabe, so behauptet das englischsprachige Internet, sagt Goran Bojic,
nämlich in dieser vierten überarbeiteten Version von 1968, da stünde es drin, dass die Großschreibung deines Namens deinen Sklavenstatus bedeuten würde. Dann gibt es noch den sehr wichtigen Punkt der Großschreibung der Namen in den ganzen Personalausweisen, Pässen und allem. Und in diesem Black Law Dictionary gibt es auch einen Bezug dazu. Ich konnte ihn auf vielen amerikanischen Seiten finden, die aber darauf hinweisen, dass es nach und nach aus den Originalen gelöscht, dass diese Versionen, in denen das zu sehen ist, langsam aus dem Netz genommen werden und es sehr schwer ist, das zu finden. So konnte ich zwar die Abschriften davon finden, weil irre oft genau diese Sätze, die ihr jetzt seht, oben in Englisch immer wieder auf den Seiten erscheinen. Sie sind Wort für Wort gleich, also irgendwo rauskopiert. Nur im Original konnte ich sie noch nicht finden und da bitte ich euch um die Hilfe. Und da geht es, wie ihr selber lesen könnt, darum, die Großschreibung der Buchstaben jemanden natürlichen Namens endet mit seiner Verminderung oder dem vollständigen Verlust der rechtlichen Status oder der Staatsbürgerschaft, indem er sogar zum Sklaven oder zum Gegenstand des Inventars wird. Und dann ist er das, was wir gesagt haben, nämlich eine Sache. Die Methode, durch welche der Staat eine natürliche Person veranlasst, sich freiwillig in die Sklaverei zu übergeben, erfolgt durch die Formen der Einrichtung einer juristischen Fiktion, eben alle Buchstaben als Großbuchstaben, und genutzt wird dafür das Capitis de Minutio Maxima. Ja, immer das mit diesen ganzen verbreiteten Fehlinformationen. Das muss ich auch sagen, habe ich ja meine Recherche am meisten genervt. Ich habe manchmal Ewigkeiten damit verbracht, irgendwelche Texte zu finden, in denen dann angeblich der Beleg für irgendwas steht. Und dann lese ich die stundenlang und da steht nichts. Schlimmste Enttäuschung, schlimmste Täuschung. Ist auch kein Zufall. So. Insofern begleitet mich mal alle auf diese spannende Reise. Stellt mal fest, wie viele Täuscher da unterwegs sind. Echt interessant. So, daran übe ich jetzt aber auch gar keine Kritik, weil er räumt ja selber ein, dass er um Hilfe bittet zur Klärung dieser Frage, dass er es nicht weiß. Kritik hätte ich jetzt vor allem an der Idee, das alles auf Malta machen zu wollen. Wie zum Beispiel Malta? Die Malteser gründeten sich im 11. Jahrhundert, genauso wie die Templer und all diese ganzen anderen Ritterorden, die ich in meinem letzten Video beschrieben hatte über Handelsrecht und Verträge. Das sind die Steuereintreiber und Soldaten des Papstes. Punkt. Ich bin kein Völkerrechtsexperte. Deswegen helft mir damit gerne weiter in den Kommentaren. Aber soweit ich weiß, ist das Einzige, was auf Malta souverän ist, der Malteser Ritterorden. Und die fummeln mit dem Vatikan. Bill Burley has been a member of our local chapter since the 90s. Helping the sick and the poor and defending the faith, then it becomes the mission of the order to defend the Pope. You may have seen this cross before, but never realized the history and symbolism behind it. Die Adresse der Regierung des souveränen Malteser Ritterordens, das ist übrigens in der Via Condotti 68 in 00187 Rom, Italien. Also das ist zu Fuß ungefähr eine halbe Stunde vom Vatikan entfernt. Ein Schelm, wer Böses. Und hier ist einer der allerhöchsten Malteser. Es gibt vier hohe Ränge, die vier höchsten Ränge bei den Maltesern. Einen davon hat er hier inne. Das ist der Georg Freiherr von Böselager und das ist der private Banker des Papstes. Noch Fragen? Mein Fazit zur Lebenserklärung also. Viele gute und richtige Informationen verbreiten die Menschen, die dafür werben. Aber auch eine Menge Unsinn. Letztendlich behaupte ich aber, dass dir diese Erklärung als Beweis für oder gegen etwas nirgendwo dienlich ist. Wir sprechen ja jetzt hier von juristischen Lösungen. Und wenn es um juristische Lösungen geht, dann ist das hier ganz sicher keine. Sie könnte eines deiner Beweismittel sein und somit Teil einer Beweisaufnahme oder eines Verfahrens und würde dann immer individuell von einem Richter bewertet werden. Das wäre aber auch nur der Anfang. Wenn du dich auf derlei Dinge einlässt, müsstest du im Grunde genommen so ein kleines bisschen Jura studieren und dir einen ganzen Fall aufbauen. Darauf läuft es letztlich sowieso hinaus. Du kannst im Grunde genommen, wenn du dich gerne an diesen ganzen Lösungen und Gesprächen beteiligen möchtest, da führt kein Weg daran vorbei, dass du all diese Dinge selber lernst. Dass du dir anhand von Paragraphen und Gesetzestexten deinen eigenen Fall schaffst. Ein Jurastudium im Grunde genommen. Also, es gibt
keine einfache Lösung, dass man einfach nur irgendeinen Wisch aus dem Internet kopiert, da irgendwie vielleicht noch seinen Namen einträgt, das eventuell auch noch falsch macht und das dann abschickt und schon hat man irgendwie irgendwelche juristischen Freiheiten. So einfach geht das nicht. Wer Jura spielen will, der muss dann wohl auch Jura lernen. Bei jedem Verfahren musst du weitaus mehr wissen, als einfach nur irgendeine doofe Erklärung in der Hand zu halten. Schon erst recht, wenn die irgendjemand anders geschrieben hat und gar nicht aus deinem Geist entstanden ist. Du müsstest erstmal einen Fall präsentieren, der glaubhaft macht, dass deine Richtbarkeit vor diesen deutschen Gerichten gar nicht gegeben ist. Das ist eine Aufgabe, an der zerbrechen sich Juristen die Gehirne. Also, wenn ihr euch wirklich in dieses Feld begeben wollt, ich hoffe, ihr habt viel Zeit und Muße zum Lernen mitgebracht. Man kommt so oder so einfach nicht drum herum, ganz viel lesen und aufschreiben zu müssen. Man muss ganz viel lernen, wenn man innerhalb des juristischen Systems eine juristische Lösung finden möchte. Da kommt man gar nicht dran vorbei. Das gleiche gilt übrigens auch für die sogenannten Affidavits. Die habe ich auch als Lösungsvorschläge im Internet präsentiert bekommen. Mit den hanebüchsenden Ideen. Ein Affidavit, das könnt ihr mal auf Wikipedia nachlesen, ist aber eigentlich nichts weiter als quasi eure eigenen Rechtsbedingungen. Das heißt, selbstverständlich könnt ihr sowas nutzen und ich finde es auch spannend und interessant und ich würde jeden Fall verfolgen, wo Menschen so etwas tun und mal ausprobieren. Im Grunde genommen ist der Affidavit aber nichts als eine Erklärung, die einfach nur deine eigenen Rechtsbedingungen den Bedingungen des Klagenden gegenüberstellt. Aber auch das, wenn du das anfängst, dann müsstest du einen ganzen Fall präsentieren. Es reicht nicht, einfach nur irgendwelche Zettel aus dem Internet zu kopieren. Man muss immer genau wissen, was man tut. Wer dafür Zeit und Energie übrig hat, der macht am besten mal jetzt ein kleines Jurastudium. Und das meine ich übrigens ernst. Also man muss ja auch jetzt nicht zur Uni gehen dafür. Man kann ja auch einfach Gesetzesbücher lesen. Mach das doch einfach mal. Denk dir doch einfach mal einen Fall aus, den du präsentieren wolltest. Oder deinen eigenen Fall. Oder was ist, wenn zum Beispiel du das nächste Bußgeldbescheid bekommst. Setz dich doch mal hin und studiere die ganzen Paragraphen, die dazugehören, die für deine Anklage und die gegen deine Anklage sprechen. Und schau doch einfach mal, was du selber so erreichen kannst. Ja, das meine ich ernst. Denn bis jetzt sehe ich eine ganze Menge Menschen, die sich von irgendwelchen Behörden abmelden, dann irgendwelche Anzeigen erhalten, denen wachsen diese Sachen völlig über den Kopf, sie wissen gar nicht, wie sie sich wehren, sie behaupten einfach nur immer, ich bin im Recht, dann habe ich noch so einen wahnhaften Zustand erlebt bei vielen Leuten, da wird denen alles weggenommen, die werden gepfändet, die haben gepfändete Konten, keine Ahnung, und die lachen und sagen, hey, die werden schon sehen. Nee, seht ihr doch mal bitte, dass ihr gerade in der Kontopfändung seid oder dass euch alles weggenommen wurde, dass ihr eventuell im Knast oder in der Psychiatrie steckt, dass man euch entmündigt etc. Also, bevor ihr euch irgendwo abmeldet, ich hoffe, ihr habt wirklich richtig viel Zeit, Jura zu studieren und euch immer gegen alles zu wehren, was da komme. Denn wenn ihr euch zum eigenen Hoheitsgebiet erklärt, dann müsst ihr auch eure Grenzen schützen können. Ich hoffe, das könnt ihr. Das fällt mir schon ohne Hoheitsgebiet ziemlich schwer. So, also der Malteser Ritterorden, der steht über dem Gesetz. So wie halt zum Beispiel auch der Papst. Wie alle aus dem Vatikan. Die können ja auch alle nicht gerichtet werden. Ich meine, warum, es gab da jetzt tausende von diesen Missbrauchsskandalen und so. Ja, warum wurde da nie einer gerichtet? Weil die haben vor deutschen Gerichten gar nichts verloren. Die sind ja souverän. Ja, lohnt sich also doch, souverän zu werden. Ja, schade, dass bisher offensichtlich nur Psychopathen und Kinderschänder souverän sind. Die Leute, die es verdient hätten, souverän zu sein, weil sie nämlich nichts falsch machen, weil sie sich vor keinem göttlichen Gesetz schuldig machen, die werden vor deutsche Gerichte gezogen. Das nur so am Rande. So, und wo wir jetzt gerade beim Vatikan sind, mir hat auch jemand so einen Antragstext geschickt, den ich an den Papst schicken soll, damit er mir eine Urkunde darüber ausstellt, dass ich lebendig bin. Donnerwetter. Nein, danke. Also, zuerst mal verhandle ich überhaupt nicht mit Terroristen. Keinen Fußbreit. So, ich trete nicht mit Terroristen. Völlig ausgeschlossen. Zweitens, man muss gehörig was falsch verstanden haben, wenn man ausgerechnet vom Papst für lebendig erklärt werden möchte. Das ist der Typ, auf dessen Mist das alles gewachsen ist.
Wenn du als toter Gegenstand in Gesetzen drin stehst, dann weil der Papst das so will. Also eine Lebenderklärung sich vom Papst abzuholen, irre Idee. Finde ich eine irre Idee. Ich verzichte. Ganz davon abgesehen, vielleicht erzähle ich euch eines Tages mal mit einer Begegnung von mir mit einem Papst, als ich noch ganz klein war. So, und über die Geschichte mit dem Stromankonto fange ich jetzt gar nicht erst an. Das ist alles so verworren und kompliziert und verlogen und verbogen. Da sind so viele V-Männer unterwegs in diesem Thema, weil, und da haben wir es, natürlich ist da was dran. Ja, da ist was dran. Ja, ja, die BRD ist eine Treuhandverwaltung und es gibt Treuhandfonds über dich. Das ist völlig richtig so. Das ist alles völlig richtig. Aber die meisten Informationen, die du dazu online findest, sind völliger Quatsch. Und wenn du jetzt auf die Idee kommst, du hättest irgendwo so ein Stromankonto, das du auflösen könntest und dann wärst du reich. Wir müssen diese Themen mal irgendwann in anderen Videos angehen, weil es ist einfach viel zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Und ja, du kannst davon ausgehen, dass du hier in eine richtige Richtung läufst. Denn warum sonst sollte es so viele Täuschungen und Betrügereien in diesem Feld geben? Das Ding ist bloß, mit der richtigen, ganzheitlichen, systematischen Lösung erledigen sich solche Sachen sowieso von selbst. Diese Probleme schaffen sich selbst ab, wenn wir die richtige systemische Lösung gefunden haben. Wir wollen nicht an den einzelnen Symptomen rumdoktern, wir müssen das System verändern. Diese ganzen Strohmann-Geschichten, Treuhandkonto und so, so viel auch dran sein mag, so ist es doch immer noch ein perfektes Ablenkungsmanöver. Also lassen wir uns davon nicht ablenken, darauf fallen wir nicht rein. Auch nicht mit mir zu machen sind übrigens alle Dinge, die einen Antrag im Namen haben. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach in diesem Video erwähnt. Freie Menschen stellen keine Anträge. Ich bin mein eigener Herr. Wer soll mir denn was genehmigen, außer mir selbst? Mein reines Gewissen erteilt mir die Erlaubnis. Und mein schlechtes Gewissen erteilt mir ein Verbot. Das ist ganz einfach. So, und damit kommen wir zu jemandem oder einer Gruppe von Menschen, die diese Ansicht immerhin mit mir teilen. Freie Menschen stellen keine Anträge. Ich habe gesprochen noch mit dem Andi Rebel vom Gemeindeamt Schinne, den ich kennengelernt habe, weil als ich auf der Demo mit Rüdiger Hoffmann rumlief, kam irgendwann eine Gruppe vom Gemeindeamt Schinne und sagte einigermaßen erbost zu Rüdiger: Rüdiger, du kennst doch die Antwort, du kennst doch die wahre Lösung, warum erzählst du sie denn dann nicht? Na, da bin ich natürlich gleich hingegangen und habe gefragt, aha, was ist denn die Lösung? Und daraufhin habe ich mir einen Flyer in die Hand drücken lassen und mich zu einem Telefonat verabredet. Ich habe dann vor kurzem mit Andi Rebel gesprochen, vom Gemeindeamt Schinne. Und deren Lösungsvorschlag lautet wie folgt. Erstens, beim Einwohnermeldeamt aus der BRD-Abmeldung. Zweitens, alle Verträge mit der BRD kündigen, da Handelsrecht. Und drittens, Rückmeldung in die Heimat, gültige Verfassung von 1871. Eine ausführlichere Beschreibung dieser Schritte könnt ihr in seinem Telegram-Kanal finden. So, was soll ich sagen? Mit der Beurteilung dieser Variante tue ich mich am allerallerschwersten, denn formal juristisch hat das schon so seine Ordnung. Es ist aber halt auch wirklich dann wieder nichts weiter als das Kündigen irgendwelcher Verträge mit der BRD. Die daraus resultierende Freiheit ist genauso fiktiv wie unsere Freiheit jetzt, solange wir in der fiktiven Person herumlaufen. Andi hat mir gesagt, Verfahren gegen ihn würden immer eingestellt werden, da er sich nicht im Rechtskreis dieser Gerichtsbarkeit befindet. Er hat seinen eigenen Rechtskreis durch Gründung seines eigenen Hoheitsgebietes. Die beiden unterschiedlichen Rechtskreise hast du leider noch nicht verstanden. Und das ist nicht böse gemeint. Du hast ein paar gute Ansichten, nur liegst du leider falsch. Und es gibt keine Nachweise von dir. Da muss ich mich jetzt allerdings auf seine Aussage verlassen. Ich fragte ihn außerdem nach der Bewerkstelligung von Flugreisen ins Ausland oder das Führen von Bankkonten. Andi sagte mir, man könne sein Konto im Ausland führen oder alles bar erledigen und Flugreisen hätten auch schon Menschen ohne Personalausweis antreten können. Dafür müsste man sich einfach rechtzeitig bei den entsprechenden Behörden anmelden. Schrödingers Katze, sage ich jetzt mal. Es kann sein, dass er recht hat, es kann auch nicht sein. Ich hatte jetzt keine Möglichkeit, das nachzuprüfen. Ich habe niemanden gefunden, der mir darüber hätte berichten können. Wenn du das kannst, also wenn du dich abgemeldet hast von der BRD, wenn du keinen Personalausweis mehr besitzt und alle Verträge mit der BRD gekündigt hast und du hast ein Bankkonto oder du bist schon mal Flugreisen
auf Flugreisen gegangen mit deinen eigenen Dokumenten, dann bitte, bitte melde dich in den Kommentaren. Darüber muss ich unbedingt mehr erfahren. Ich würde dich sehr gerne interviewen dazu. Darüber würde ich wirklich sehr, sehr gerne mal berichten. Aber bis dahin hege ich berechtigte Zweifel. Denn im Grunde fängt der Ärger doch hier erst so richtig an. Wenn ich meine eigene Hoheit sein will, dann muss ich ja auch erstmal Abkommen und Verträge und eventuell sogar Kriege mit all den anderen Staaten führen, mit all den anderen Souveränen um mich herum. Wir haben Abkommen mit anderen Ländern, weswegen wir dahin reisen oder nicht reisen dürfen, Visum brauchen oder eben nicht. All diese Dinge müssen verhandelt werden. Wenn du jetzt plötzlich dein eigenes Hoheitsgebiet hast, ja, was hat das denn für Statuten? Was hat es denn für Gesetze? Was ist denn deine politische Agenda? Woher wissen denn die Leute aus, was weiß ich, Südamerika, ob sie dich einreisen lassen können ohne weiteres oder nicht? Dafür gibt es ja, für all diese Dinge gibt es eben Verträge und Abkommen. Das meine ich nämlich. Deswegen sage ich, wer damit anfangen will, der müsste erstmal Jura studieren. Denn kaum bist du aus dem einen raus und hast dein eigenes Hoheitsgebiet, na, da geht es doch erst so richtig los. Dann musst du dich jetzt eigentlich an den Tisch setzen mit internationalen Verhandlungspartnern und erstmal die ganzen Bedingungen aushandeln, wie ihr zusammen handelt oder nicht handelt. Das sind so meine Bedenken zu eigentlich allem, aber jetzt erstmal so ganz einfach auch zum Thema Reisen. Wie gesagt, einfach, das sind bloße Behauptungen von meiner Seite, die ich nicht überprüft habe. Also wenn du darüber mehr weißt, dann bitte melde dich bei mir in den Kommentaren. Ich bin gespannt. Also deutsche Banken würde ich dann nicht mehr nutzen können, wenn ich mich abmelden würde von der BRD. Ob ich andere ausländische Banken nutzen kann, das weiß ich jetzt auch nicht. Das kommt wahrscheinlich auch dann und auf die einzelnen Banken und die Verträge und auch auf dich an. Irgendwie muss ich natürlich auch zugeben, dass es eine absurde und naive Frage ist, kann ich ein Bankkonto benutzen, wenn doch eigentlich hinter meinem Wunsch, Systeme abzuschaffen, auch das steht, die Banken abzuschaffen mit ihrem Schuldgeldsystem. Ich meine, Schuldgeldsystem, Stichwort, wenn ihr das nicht wisst, was es ist, gebt es einfach mal ein bei YouTube oder bei Google, das habt ihr schnell erklärt, das habt ihr schnell verstanden. Wir leben im Schuldgeldsystem. Das ist natürlich Unsinn und das will natürlich kein Mensch haben. Das wollen wir natürlich abschaffen. Insofern ist es ja auch vielleicht auch ein bisschen blöd, wenn ich danach frage, ja gut, hast du jetzt noch ein Bankkonto? Aber wir brauchen ja nun mal Zwischenschritte. Und während jemand wie Andy Rebel vielleicht damit leben kann, dass er seine handwerklichen Aufträge bar bezahlt bekommt, so wäre das für mich jetzt zum Beispiel schwierig, die ich von euren Spendengeldern lebe. Wo wollt ihr die denn hinschicken? Dafür brauche ich ein Konto. Ich sage halt immer, und das sage ich jetzt auch wieder, ich glaube, dass wenn man die richtige systemische Lösung gefunden hat, dass sich all diese anderen Probleme dann von selbst mit erledigen. Das alles ist hier jetzt, wie gesagt, Meinung. Meine persönliche Meinung zum jetzigen Zeitpunkt, mit meinem jetzigen Wissensstand. Das alles kann sich noch wandeln. Vielleicht gehe ich nächste Woche los und melde mich bei der BRD ab. Bis jetzt sehe ich das aber genau so, wie ich es euch hier erklärt habe. Und wahrscheinlich merkt ihr auch, dass ich so ein bisschen Angst davor habe, euch meine eigene persönliche Meinung, meine eigene Lösung zu präsentieren. Also, ab durch die Angst, ins Vergnügen. Also, meine Vision ist, wir brauchen das eigentlich alles nicht. Die haben Gesetze erfunden, die haben ein System errichtet, die haben Schicksal manifestiert, wie sie es so schön sagen, indem wir uns hier die ganze Zeit im Kreis bewegen und versuchen zu gucken, wie wir deren Verträge erfüllen oder nicht erfüllen und wie kann ich da rauskommen, aber im Sinne des Systems mit deren Regeln. Alles Unsinn. Was die gemacht haben, ist nichts anderes als Schicksal zu manifestieren. Mark O'Sullivan, Manifesting Destiny. Sie haben einfach Handelsrecht und Verträge erfunden, aufgeschrieben und damit eine Welt manifestiert, die so vorher gar nicht existent war. Diese Realitäten haben sie geschaffen, indem sie einfach sich hinsetzten und Dinge aufschrieben und sagten, und so ist es nun, Realität manifestieren. Und der Witz ist, das kann nämlich jeder. Das kannst du, das kann ich, das können wir alle. Wir haben nur bisher uns einfach immer so feige zurückgelehnt und gesagt, okay, das haben die gemacht. Das ist deren Welt, die haben die errichtet, da kennen die sich besser aus. Wir sagen gar nichts. Ne? Klar, du hast sogar eine Verteidigung, du hast sogar die Pflicht, dir einen Strafverteidiger zu suchen, wenn du in einem Strafverfahren bist. Also du hast noch nicht mal die Wahl, dich da selber zu schlagen. Die haben ein System errichtet, ganz von vornherein, so, indem du dich nicht auskennst,
in dem du Hilfe brauchst. Und du kannst jetzt Folgendes tun. Wir manifestieren unser eigenes System. Wir sagen, diese Gesetze zählen gar nicht in unserer Welt. Wir schaffen nämlich jetzt unsere eigenen Gesetze. Und das übrigens, meine lieben Reichsbürger, machen wir jetzt nicht einfach so und fangen damit einfach an und lassen uns dann alle verhaften, sondern dafür, meiner Meinung nach, klären wir jetzt einfach erstmal so viele Menschen wie möglich auf. Und wenn wir dann eine riesige kritische Masse haben, dann nehmen wir die und gründen mit der unsere eigene Realität. Realität manifestieren, das kann jeder. Und umso mehr Menschen man ist, desto wahrscheinlicher, dass die Realität auch was wird. So, das glaube ich. Und ich glaube, ich muss unbedingt mal meine englischen Videos ins Deutsche übersetzen, denn da steckt in meinen Augen die Lösung drin. Man kann sich selbst und die ganze Welt verbessern mit Hilfe der einfachen universellen Hilfe. Es gibt 7 universelle Prinzipien, das sind die 7 Gesetze, die ich als einzige anerkenne, die universellen Gesetze dieses Kosmos. Die kann man für sich nutzen und mit denen kann man Realität schaffen. Und das möchte ich tun. Denn in deren System, wo die sich die Verträge ausgesucht haben, da kennen die sich immer besser aus als ich. Da werde ich immer am kürzeren Hebel sitzen und es ist auch so lachhaft, es ist ja lachhaft, deren System überhaupt anzuerkennen. Es ist ein künstliches, falsches System, es ist eine Fiktion. Die hat sich jemand ausgedacht und die kann ich anerkennen oder eben nicht. Wir alle sind gefangen in Realität, weil wir es zulassen. In einer Realität, die so ist, wie sie ist, die uns nicht gefällt, weil wir das zulassen. Macht kann dir keiner nehmen. Du bist Schöpfer, du kannst ein ganzes eigenes Universum schöpfen. Aber wir haben uns irgendwann mal dazu entschieden, unsere Macht davonzugeben. Und jetzt holen wir uns die eben einfach wieder zurück. Auch wir sind Schöpfer. Auch wir können Universen schaffen. Auch wir können unsere Gesetze finden. Aber eigentlich brauchen wir das auch gar nicht. Denn, und das werdet ihr rausfinden, wenn ihr diese Videos, die ich hier unten empfehlen habe, auch über die Fiktion, es ist ja schon alles nur Fiktion. Der größte Schritt aus diesem Gefängnis heraus ist eine Erkenntnis, die im Kopf stattfindet. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Und jetzt ab durch die Angst ins Vergnügen. Schaffen wir uns unser eigenes Paradies. Ich halte das Sprechen für falsch. Ich will nur schließen, will nur schließen, will nur schließen, 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 schließen,